eine Situation, die Ihnen vielleicht gar nicht so fremd ist. Man gibt ein Interview auf der Straße, es laufen Passanten vorbei und pöbeln ordentlich. Ja, da kann man schon mal die Fassung verlieren, auch vor laufender Kamera. So erging es nun Grünen-Politiker Cem Özdemir und wir wollen uns den Moment einmal anschauen. Die Information, die wir haben, dass es keinen politischen Hintergrund hat, ist erstmal kein Anlass zur Entwarnung, im Gegenteil. Das macht es eher schwieriger. Denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt. Die Polizeidiktatur ist schuld. Halten Sie bitte die Fresse. Danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja. Wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade. Bitte Maul halten. Danke. Einfache Menschen bestrafen. Jetzt gehen Sie mal bitte zur Seite. 200 Euro. Gehen Sie. Ja, zur Verteidigung. Cem Özdemir hat sich inzwischen auf Twitter entschuldigt mit den Worten Fresse hätte mir nicht rausrutschen dürfen. Bei Ihnen beiden fallen mir jetzt spontan auch Momente ein, in denen mit Ihnen mal das Temperament durchgegangen ist. Herr Gabriel, da gab es ein gewisses Interview im ZDF-Heute-Journal. Herr Bosbach, Sie haben einmal wutentbrannt eine Sendung Maischberger verlassen. Die Frage an Sie, gab es einen Moment in Ihrer politischen Karriere, in dem Sie auch ausgeflippt sind, aber die Kamera nicht liefen und Sie sich danach gedacht haben, ein Glück, dass jetzt niemand mitgeschnitten hat, Herr Gabriel? Ja, gab es bestimmt. Ich habe kein konkretes Beispiel vor Augen, aber es gab bestimmt solche Situationen, na klar. Sie können sich gerade nicht mehr daran erinnern. Herr Bosbach, wie sieht's aus? Ja, nicht immer ist alles druckreif und es ist auch richtig, wenn die Kamera an ist, so wie jetzt in diesem Moment, dann überlegt man sich jedes Wort dreimal, denn wenn es gesendet worden ist, kann man es ja nicht mehr zurückholen. Das hätte Cem Özdemir nicht passieren dürfen, aber es ist nun mal passiert und ich finde es sympathisch, dass er sich dafür sofort entschuldigt hat. Herr Gabriel, wie groß ist denn der Druck, der auf einem lastet als Politiker, wo man ständig unter Beobachtung steht und wirklich das Gefühl hat, man muss permanent sich eben politisch korrekt verhalten, äußern in jeder Situation? Wie groß ist der Druck da? Ja, der mediale Druck ist schon groß und der ist natürlich heute viel größer, als der das vor 30 Jahren gewesen ist, wo es 2, 3 Sender gab, keine sozialen Netzwerke. Aber was sich vor allen Dingen verändert hat, ist jedenfalls, ich weiß nicht, wie Wolfgang Bosbach das sieht, aber ich habe das so erlebt, dass in den letzten Jahren die Aggressivität öffentlich total zugenommen hat. Und wenn man einen langen Arbeitstag hinter sich hat und dann kommt einem einer quer und pöbelt dazwischen mit ziemlich grobem Unfug, wie zum Beispiel Deutschland sei ein Polizeistaat oder eine Polizeidiktatur, dann kann man schon mal sagen, jetzt zeige ich den Vogel oder wird ausfallen, das ist nicht schön, da hat der Cem Özdemir das Richtige gemacht, sich zu entschuldigen, aber das kann schon mal passieren. Und die Summe an Wahnsinn, die man so den Tag über zu hören bekommt, die ist schon erstaunlich geworden.